Finanzierungen von Liegenschaften. Das Thema vom heutigen Newsletter, und ich darf hier heute Morgen begrüßen, Beat Bühler von der Unternehmensagentur Schmid AG in Ettingen, wo uns da Rede und Antwort steht. Merci Beat, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dir da kurz Zeit nimmst. Gerne geschehen. Beat, es sind natürlich immer die gleichen Fragen, die bei uns jemanden kommen. Und eine wichtige Frage ist vor allem die Situation im Hypothekarmarkt. Wie tust du das heute beurteilen aus deiner Sicht? Ja, die Situation im Hypothekarmarkt ist im Moment sehr spannend. Die Zinsen sind sehr tief, historisch tief. Fünfjährige Festhypothek kann man im Moment so 2% zeichnen. Eine 10-jährige Versagen und Schreiben 2,5%. Die Situation ist schon so, dass man natürlich sehr günstige Konditionen bekommt auf dem Markt. Und laut den Analysten sind die Zinsen kurzfristig nicht steigend. Was auch sehr spannend ist, natürlich sich mit dem Thema Immobilien auseinanderzusetzen. Das klingt zwar auf der einen Seite alles schön und gut, oder? Tiefe Zinsen und so. Und wenn ich schaue, was ich als Mieter für Mietkosten habe, wo entweder auch immer noch steigend sind, wie tust du dort die Entwicklung anschauen von dieser ganzen Geschichte? Die Entwicklung ist schon sehr interessant. Wohnraum an guter Lage tut sich sehr grosse Beliebtheit abzeichnen. Und durch das, dass man Geld aus der zweiten Säule, aus der Pensionskasse bezieht, und das natürlich vielen Leuten auch Möglichkeiten eröffnen, sich mit dem Thema irgendwie vier Wände zu befassen. Es ist schon ein Wechsel zu sehen, dass sehr viele Leute vom freistehenden Einfamilienhaus eine schöne Siedlung zügeln, weil sie vielleicht nicht so viel Arbeit haben mit der Immobilie, mit dem Garten. Und was natürlich auch noch interessant ist, was man sehr gut muss im Auge haben, ist natürlich die Teuerung, oder? Wenn man dann in den kommenden Jahren eventuell mit der Teuerung muss rechnen oder durch die Wille nachher steigende Hypothekarzinsen hat, ist natürlich eine solide Finanzierung für die Zukunft sehr interessant, dass man auch Ruhe im Portfolio hat und Kinder und Abnehmer Überraschungen erleben. Wir denken, sie Zinsen tief. Tust du jetzt einfach grundsätzlich mal sagen, jetzt ist eine gute Zeit zum Kaufen? Oder würdest du so in der noch sagen, ja, ich will noch ein halbes Jahr warten? Oder wie tust du das? Also ein Kauf von einer Immobilie ist immer ein grosses Erlebnis im Leben. Es gibt Veränderungen, man tut umziehen und es gibt natürlich da auch in finanzieller Hinsicht viele Veränderungen. Und für diese Veränderungen gut können abzusehen und zu meistern, ist natürlich eine umfassende Finanzplanung eine gute Grundlage, weil da hat man wirklich mehr an alle Sachen gedacht. Was natürlich sehr interessant ist, die Lage muss stimmen für euch, der Ort muss stimmen, der Zustand von der Immobilie, genügend Eigenkapital ist natürlich massgebend und geregelte Lohneinnahmen. Und wenn ihr da alle Fragen mit gutem Gewissen könnt mit Ja beantworten, dann tut euch den Traum erfüllen. Es ist etwas Fantastisches. Jetzt haben wir so gerne nur von den Leuten geredet, die etwas kaufen sollen, aber wie tust du die Stelle zu denen, die heute eine Liegenschaft haben, Sachen finanzieren, die schon bestehend sind, weißt du, ja, etwas eigenes haben? Also es ist immer wichtig, dass man eine Finanzierung, wie man sie auch mit einem Versicherungsportfolio macht oder mit einem Bankportfolio von Zeit zu Zeit anschaut. Im ersten Schritt tut man sicher mit dem Geldgeber Kontakt aufnehmen, dass man die Situation überprüfen und überdenken. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass man bei uns im Haus eine umfassende Finanzplanung haben kann. Das tut eine zweite Meinung geben und natürlich umfassende Informationen. Wenn ich von Eigenkapital rede, viele Geister um, oder? Die einen reden von 5%, die anderen von 10%, die anderen von 30%. Eigenkapital, wie viel brauche ich denn? Banken gehen heute davon aus, dass man rund 20% an Eigenkapital mitbringen sollte, wenn man Immobilien kaufen will. Der konservative Immobilienbesitzer tut natürlich eher auf 30-35% gehen, weil wenn man 35% eigene Mittel hat, hat man den riesen Vorteil, dass man eigentlich in der ersten Hypothek sich drinnen kann bewegen. Es gibt auch Versicherungsgesellschaften, die Wohnimmobilien finanzieren. Die Aufnahmerichtlinien sind in der Regel ein bisschen strenger. Sie tun das mit guten Konditionen belohnen. Es gibt aber auch Gesellschaften, die nur ausschließlich selbstbewohnte Wohnungen finanzieren.
Dann, was auch noch dazu kommt, das Eigenkapital tut sich natürlich besonders in Säulen 3a-Konto, die man hat bei einer Bank. Das darf man ja rausnehmen, für eine Wohnimmobilie zu kaufen. Versicherungssachen, die man hat, kann man sehr gut zur indirekten Amortisation verwenden. Und dort kann man auch die Sicherheit gegenüber seinen Liebsten bei Todesfall, Invalidität absichern. Und das natürlich auch sicherstellen, dass es um ein Ereignis die Immobilie beibehalten werden kann. Für euer Eigenkapital gibt es eine Haufen Quellen. Es muss aber auch nicht unbedingt das Wertschriftendepot Sparkonto sein. Man kann unter Umständen auch mit den Eltern über einen Erbvorbezug reden oder über eine Schenkung. Euer Guthaben aus der Pensionskasse könnt ihr in so einem Fall auch verpfänden, aber auf das kommen wir später noch. Wenn ihr jetzt mal von einer Hypothek redet, wir können immer so eine Variable-Hypothek oder Festhypothek, es gibt ja noch andere Produkte, aber wenn wir jetzt mal die speziell auseinandernehmen, Variable- oder Festhypothek, was tust du empfehlen? Also die Variable-Hypothek, die tut sich nach der Zinssituation an den Märkten anpassen. Bei steigenden Zinsen hat man natürlich mehr Kosten im Portfolio. Bei sinkenden Zinsen macht man natürlich mit die Hypothek für günstiger. Die Bankgesellschaften bieten auch sehr interessante Produkte anbieten im Bereich LIBOR-Hypotheken und auch noch andere Sachen, die man gut anschauen kann, vielleicht auch ins Depot passen. Bei der Festhypothek hat man natürlich den Vorteil, der Zinssatz ist gebunden. Man kann heute Festhypotheken machen von 1 bis 10 Jahren. Es gibt Gesellschaften wie zum Beispiel Versicherungen, die bis zu 20 Jahren Festhypotheken gewähren. Die Festhypothek hat natürlich den Vorteil, man tut den Kreditnehmer vor steigenden Zinsen schützen. Man hat eine Budgetsicherheit, man kann sich das zweiglegen und fixieren. Und bei den Festhypotheken empfehle ich immer, dass man mehrere Tranchen macht auf verschiedene Zeiten. Dann hat man die Möglichkeit, wenn sich die Situation verändert, von Teilamortisationen zu leisten. Was vielleicht auch noch wichtig ist, eine Festhypothek sollte man nur auf eine sichere Sicht abschließen, auf einen sicheren Zeitpunkt, weil die Auflösungskosten sind sehr hoch. Also wir können es gut daraus aus, es gibt nicht einfach eine 0815-Lösung, wo man einfach sagen kann, das oder das ist das Richtige. Dort ist sicher eben die Beratung wirklich im Vordergrund, was kommt, die für ein Bedürfnis sind. Ja, auf jeden Fall. Vor allem kommt ja darauf an, ist jemand ein bisschen konservativer. Viele Leute fragen heute nach 5- bis 10-jährigen Dauern. Hat jemand zum Beispiel in 3 Jahren eine Auszahlung von einer grösseren Lebensversicherung, dann tut man das auf das abstützen und berücksichtigen. Wir sind von der Hypothek geredet. Wir haben geredet, Immobilien kaufen, ja oder nein. Ist zeitgünstig. Ein wichtiges Thema, das ich auch anschauen, ist Steuern. Ja. Wie tust du das beurteilen? Also wie siehst du das? Ja, die Steuern sind natürlich ganz ein massgebender Teil. Wenn man eine Immobilie hat, die Kantone rund 60-80% von dem Gebäudewert festlegen als sogenannten amtlichen Wert, als Steuerwert. Und aus dem amtlichen Wert werden Vermögenssteuern, die Erbschaftssteuern und Schenkungssteuern festgelegt, aber auch der Eigenmietwert. Und vor allem der Immobilienbesitzer tut sich vor allem mit dem Eigenmietwert befassen, der je nach Region, ländlich, städtisch, die Grösse und die Wertigkeit der Immobilie berücksichtigen. Beim Eigenmietwert ist natürlich auch so, dass der aufgerechnet wird im Einkommen. Man kann aber näher auch den Hypothekarzins und die werterhaltenden Renovationskosten mit dem sogenannten Eigenmietwert wieder verrechnen. Um die Steuern zu sparen mit den Immobilien gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann werterhaltende Renovationen machen, den Einbau von einer neuen Küche, von einem neuen Bad. Was aber auch noch ein bisschen weniger bekannt ist, man kann natürlich auch Einkäufe machen in die Pensionskasse. Und dann, später auf die Pensionierung hat man wie ein Überschussvermögen drin, oder kann man das dann wieder als Kapital beziehen oder in dem Moment die Hypothek zurückführen mit der Wohnimmobilie. Super. Ein Thema, das jemand gerne kommt, bei unseren Kunden, ist, kaufe ich eine Liegenschaft für als Kapitalanlage. Wie ist deine Stellungnahme dazu? Also eine Immobilie als Kapitalanlage ist sicher immer zu prüfen. Auch da gilt wieder, wie mehr Eigenkapital, das man dort bringen kann, wie besser. Auch dort kann man werterhaltende Renovationen in Abzug bringen.
Es ist natürlich auch als Bestandteil von einem Wertschriftenportfolio eine sehr sinnvolle Ergänzung, die man machen kann. Wichtig ist einfach bei einer Immobilie, dass wenn man sich vielleicht neu orientieren möchte, dass man dann nicht so schnell einen Käufer hätte, dass man dann die Position könnte weitergeben. Und was natürlich auch noch ein weiterer Punkt ist, eine Immobilie als Geldanlage verlangt natürlich Pflege, Renovation und die Mieterbetreuung. Diesen Teil kann man natürlich auch wieder mit einer guten Immobilienverwaltungsfirma nachher auch delegieren. Aber im Grundsatz, eine Immobilie ist ein sicherer Wert. Und wenn man mit genügend Eigenkapital arbeiten kann, ist das sehr, sehr etwas Gutes. Sehr gut. Merci Beat. Ihr habt gehört, also wir haben verschiedene Fragen gestellt. Das ist ein sehr weitgehendes Thema. Etwas, das man nicht einfach in 2-3 Minuten schnell beantworten kann oder wo man den Kopf muss analysieren muss. Es braucht ein bisschen Zeit. Aber ich denke, es lohnt sich. Da kann man einen Haufen Geld sparen, wo man es eben in der richtigen Art investieren und da mit dem richtigen Partner das machen. Merci Beat, dass du dir Zeit genommen hast und dir zur Verfügung gestellt hast, ein paar Fragen zu beantworten. Und wünsche euch einen schönen Tag. Merci.